Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin der Schotti von der Test Area und es ist schon wieder eine Weile her, aber es wird mal wieder Zeit für eine Mod-Vorstellung. Und mir ist richtig warm ums Herz. Tassi, natürlich, was sonst? Tassi hat wieder für uns gezaubert. Also naja gut, es war ein Wunsch von mir, aber wie ich so schön sag, ich bin so gnädig. Ich teile das mit euch. Nein. Spaß. So, und zwar, wenn wir bei den Autos reinschauen, ganz hinten, guckt es euch an. Chevrolet Silverado 3500 HD von TAS Modding. TAS Modding ist ja, ne, Inbegriff von tollen Fahrzeugen. 450 bis 945 PS, 80 Liter Tank für Diesel bis zu 150 km/h Spitze, 4,5 Tonnen Eigengewicht. Der muss so schwer sein. Das ist schon in Ordnung. Wir gehen rein. Und der erste Blick schon, ne? Guckt es euch an. Wir werden ihn uns draußen noch genauer unter die Lupe nehmen, natürlich. Wir gehen jetzt hier erstmal auf die Konfigurationsmöglichkeiten ein. Also so wie er hier steht, sind wir bei 49.700 Euro Gesamtpreis. Ne? Motorausführung. Wir haben 450 PS Standard, wenn wir auf 6,5 Liter ändern, haben wir 945 PS, also zwei Motorvarianten, einmal 450 und einmal 945 PS. Lassen wir auch drin, Reifenvarianten können wir ändern, ist jetzt All-Terrain und All-Terrain Teil 2, Teil 3, 4, Offroad, Offroad 2, Offroad 3, Match, Mod, Terrain, 2, 3, 4, 5, also der hat sich richtig Mühe gegeben, 6, Performance, 2, 3, 4, 5, 6, ne, Line Edition, guckt euch an, und wieder die Ultra Line Edition, auch nicht schlecht, die, ich lasse die mal drauf, glaube ich. Oder? Ja, die sind besser. Eigentlich ist es egal. Ihr sucht es euch ja später sowieso aus, so wie es euch gefällt. Unterbodenbeleuchtung können wir wieder wählen. Ich nehme mal blau. Logos haben wir wieder verschiedene. TAS Modding, also auf der Motorhaube und an der Tür für die Leute hinten im Front. Hirschfeld. Test Area. Ja. Maritzels Logo oder kein Logo. Nehmen natürlich mein Logo da drauf. So gehört sich das. Anhängerkupplung. No Attachments oder die Fixed Hitch. Die ist also fest. Dann haben wir die Adjustable Hitch. Die kann man in der Höhe verstellen. Die Anhängerkupplung. Und die Fixed Hitch. Das ist die feste Anhängerkupplung und für den Gooseneck, den Schwanhals, oben auf der Ladefläche, können wir dann auch entsprechende Anhänger, die Adjustable Hitch mit Gooseneck, haben wir dann auch zur Auswahl und das war's. Ich nehme mal die beiden. So, wir dürfen Hauptfarben ändern. Ich lasse die Hauptfarbe jetzt mal auf Tassi Blau, aber wir haben hier eine richtige Farbauswahl. Ne? Fender Front können wir die Farbe ändern. Ich mache es nicht gerne, aber Tassi weiß, damit wir hier sehen, wo die sitzen. Wir können die Fensterscheibenfärbungen ändern, ne? die getönt sind. Ach, die Scheiben, Außenspiegel sind eingeklappt. So. Radlauf hat eine eigene Farbwahl. Nehmen wir auch mal einen Kontrast, damit man das sieht. Ich weiß, ich und meine Kontraste, aber man muss ja sehen, wo hier gefärbt wird. Ne? Wir können die Felgenfarbe aussuchen. Bei manchen Felgen sieht das dann richtig stylisch aus. Das ist jetzt zu Demo-Zwecken. Denkt dran. Den Rammschutz, da haben wir verschiedene Farben zur Auswahl. Ne, damit der sich schön abhebt. Kennzeichen können wir halt mit oder ohne
auch auswählen. So, ich nehme den jetzt mal so, wie der ist. Ja, und dann gucken wir ihn uns draußen an. Da steht er mit Trittbrettern zum Einsteigen. Das ist der 3500 HD. High Country steht auf dem Kotflügel. Moment mal. So, ich brauche das Visier, damit ich auch drauf zeigen kann, ne? Hier vorne Rammschutz, Kuhfänger, whatever, das Chevy-Zeichen. Die Lampen, wie die aussehen vom Design her, das ist ein Wahnsinnsgerät, ne? Guckt euch mal die Auspuffrohre an. Und die sind nicht nur so da hinten rangeklatscht. Ich versuche euch das mal mit der Superstärke in Verbindung zu zeigen. Die Auspuffrohre sind nicht nur dran geklatscht, er hat die wirklich verbaut bis zum Motor. Seht ihr das? Also nicht nur mal eben drunter gefummelt. Die sind tatsächlich am Motor angebunden. Natürlich typisch amerikanisch, ohne Katalysator, aber immerhin. So, jetzt steigen wir mal ein. Und sobald wir einsteigen, ne, seht ihr, Spiegel. Sobald wir einsteigen, klappen die Spiegel auf. Und jetzt einen Moment Stille und gut hinhören. Also mal ein völlig anderer Sound. 153 km/h soll er schaffen. Wir gehen auf die Straße. Boah, hört es euch an, wie der brummert und brummert. Wir gehen auf die Straße und gucken mal. Der Sound, ne? Boah. Haha. 153. Und eine unheimliche Verzögerung. Ich habe jetzt nicht gebremst. Bin jetzt nur vom Gas runtergegangen. Jetzt fahren wir die Strecke zurück und dann testen wir gleich mal die Bremse. Und dann müssen wir noch einen Beleuchtungscheck machen gleich. Das machen wir dann im Dunkeln. Also den Sound habe ich so noch nirgends gehört. Ich bremse mal. Habt ihr das gesehen? Von 153 auf 0. In, ich beiß ins Lenkrad. So. Mach mal das F1-Menü auf. Und Hupe. Dorthin. Hupe funktioniert. Wir können Auto aufklappen. Später. Wir klappen das später auf. Das hat noch so seine Bewandtnis. Die Anhängerkupplung ist in Höhen verstellbar. Wir halten die linke Maustaste gedrückt und dann können wir mit Verschieben der Maus von vor und zurück die Höhe der Anhängerkupplung justieren. So. Und das geht aber nur mit laufendem Motor. Spanngurte können angebracht werden mit L. Hinten aufklappen mit X, das zeige ich euch aber gleich. Jetzt machen wir erstmal dunkel. So, es ist 22 Uhr. Ich starte jetzt mal nur den Motor. Schaut's euch an, oder? Wie das an den Fenstern und an den Einstiegen leuchtet. Tagfahrlicht ist an, das Logo auf der Haube leuchtet. Unten drunter das Logo auf den Seiten. Hier hinten die Beleuchtung Chevrolet. Und es wurde ja mal angemerkt, Tastenfahrzeuge haben nie Rückfahrscheinwerfer. Stimmt nicht. Immer. Immer viel und überall. Guckt euch an. Wenn ich jetzt mit X die Ladefläche öffne, passt mal auf. Ne? Ladeflächenbeleuchtung. Ladeflächenbeleuchtung, Leute. So, ich kann mit L die Gurte anbringen.
und wieder lösen. Ladenflächenbeleuchtung. Okay, ich schalte mal die Scheinwerfer ein. F. Dann haben wir erst Scheinwerfer hinten. Ich drücke nochmal F. Dann kommen die Scheinwerfer vorne. Ich drücke nochmal F. Dann haben wir die Arbeitsscheinwerfer oben auf dem Dach. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das Chevrolet-Zeichen auch leuchtet. Ne? Guckt euch mal die ganze Beleuchtung hier an. Von dem Schmuckstück. Begrenzungsleuchten. Gelbe an den Seiten. Hier hinten. Magnum. Boah. Guckt es euch doch an. Guckt es euch doch an. Ich drücke wieder F und aus. Bremslicht haben wir natürlich auch. Das sehen wir aber nur kurz. Jetzt gucken wir mal bei den Blinkern. Moment. So, Warnblinker, rote Blinker hinten, hier oben am Dach auch Blinker. Vorne auch klein, aber fein Blinker. Und ich würde sagen, das ist ein Prachtstück, ne? Blinker links, Blinker rechts. Ja, ich mach mal wieder Licht. Tada! Ja, was will man mehr sagen? Man steigt aus, die Spiegel klappen ein. Prima, oder? High Country. 3500 HD. Reifen ohne Ende, Farbwahl ohne Ende. Chevrolet Silverado. Also, lieber Tassi, danke für diesen Pickup. Den werde ich in Zukunft benutzen, um Strecken einzufahren. Das war ja mein Wunsch. Und ihr Lieben, ich bin mir sicher, ihr werdet den auch mögen und viel benutzen. Und so wie ich verstanden habe, hinten die Anhängerkupplung für den Gooseneck. Seid drauf gespannt. Es ist ja bald Weihnachten. Nein. Aber da kommt noch was. Der Tassi hat Pläne. Hier kommen noch Erweiterungen. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und der Tassi natürlich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube ja gratis. Und der Link zu unserem Community Discord Server, wo auch unser Tassi immer regelmäßig zu finden und anzusprechen ist, befindet sich wie immer in der Videobeschreibung. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.